Willkommen zurück bei Bray. Ich habe jetzt so offline mal, also off-air, offline ist es ja alles an sich. Habe ich jetzt mal die Phantoms hier erledigt. Einer ist irgendwie noch da, ist der hinter sowieso. Aber eigentlich waren das ja drei, aber ich habe keine Ahnung, wo der dritte ist. Wir werden jetzt erstmal ein bisschen looten und Munition und so zu bauen, das ist schon ein bisschen lächerlich derzeit. Ah gut, brauchen wir jetzt noch nicht unbedingt. Das nehme ich mich hier den Recycler. Da gucken wir erstmal den ganzen Schrott rein. Und die Schrotflinte, die Zange, bap, bap. Haben wir noch was doppelt? Nein, das können wir mal sortieren. So, und jetzt haben wir ein bisschen mehr eingesammelt. Jetzt können wir vor hier. Und zwar bin total blind gerade. Medikit. Finde ich jetzt erstmal am wichtigsten, weil das haben wir immer richtig wenig. Da fehlen uns jetzt die organischen Dinge und da brauchen wir am besten jetzt noch 9mm Munition. Ja, reicht nicht ganz. Können wir noch was anderes herstellen? Eine Rohrzange brauchen wir nicht herstellen. Gedämpfte Pistole brauchen wir. Oh, wir können uns. Die ganze Zeit dumm gewesen, wir können uns Neuromods herstellen. Ein Null. Recyclerladung hat mir immer ganz guten Dienst erwiesen. So. Ja, speichern. Jetzt werden wir hier noch ein bisschen looten. Das haben wir die letzten Male. Ich habe ja öfters neu geladen. Da haben wir die gute Frau noch nicht gelootet. Ach, können wir wieder was recyceln. Nein, ich werde es. Hallo, ich werde es nicht hinkriegen. Jetzt. Ich bin so unglaublich gut in dem Spiel. Jetzt. Hallo. Zweites leider nur so ein Stück nach vorne. Das ist manchmal ein bisschen unpraktisch. Manchmal wiederum auch ziemlich praktisch. Ersatzteile. Stelle ich nicht so an. Sind wir in die Fonds noch eins höher gegangen? War hier oben noch Fonds was? Nicht danach aus. Auf jeden Fall haben wir hier noch genug Kisten wahrscheinlich zum Looten. Wir holen jetzt das Ding mal hoch. Schade, dass man damit nicht rennen kann. Weil hier hinten haben wir ja noch einen Äther. Und da packt man das gleich mal dahin. Ausfahren. Bereit zum Scan. Scanne Ziel. Teufelmaterial nicht eindeutig identifizierbar. Wie kann ich dich kalibrieren? Absenken, absenken. Oh, Operator. Beantrage neuen Operator. Frag mich jetzt, was das für einer ist.
Wo ist die denn hier rum? Kleinstar, Kobolds. Immerhin. So, jetzt fahren wir hier hoch. Vielleicht liegen nämlich schöne Sachen drin. Wie das Waffen-Upgrade. Die sollen das Ding hier nur umarmen, die sollen es einfach nur abschießen. Ich komme. Hallo, schießt jetzt schon durch die Wand oder was? Sonst geht's noch was. Noch eins angehoben, kann ich das noch absenken? Hab ich vorhin zu viel gedrückt? Ich bin hier. Bewege mich. Nein, hier liegt nichts drauf. Da gehen wir mal zur anderen Seite. Weil ich denke mal, so kommt man auch hier hoch. Den Laufsteg. Schwerer Fehler, geil. Sieht doch ein bisschen aus wie kaputt. Absenken, absenken. So. Absenken. Ich habe halt wirklich das Craften vernachlässigt, ne? Das muss man ja auch mal sagen. Oben könnte was drin sein. Nee. So. Da oben könnte aber was drin sein. Ist es aber nicht. Schade. Jetzt haben wir ein bisschen was aufgehoben. Jetzt können wir noch mal ein bisschen recyceln. Rotierte Spule zum Beispiel. So. Sport rein. Rohrzange rein. Rohrzange rein. Das war's erstmal. So. Ich renne immer in die falsche Richtung. Ne, noch eine Recycleranlage brauchen wir nicht unbedingt. Hallo? EMP-Ladung? Nein, 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 nein. Morgens Zündschlüssel. Unendliche Lizenzen. Ein Zielhinweis, aber wir fahren jetzt erstmal hoch. So viele Kisten, wie sie draufgestellt haben, ist das nämlich der Plan. Und hoch. Oder doch nicht? Oder doch? Mach's mal gucken, was es hier oben so geile Sachen gibt. Habe ich mir das gerade unendlich schwer gemacht? Hallo? Oh Gott, hier liegt ein Haufen rum. Die Sternbeugerzyklus Band 3, eine Lieferung durch Zeit und Raum. Auszug aus Band 3. Trevor Pulsar ließ den Antrieb der Talon auf Hochtouren laufen und betete zu Sloa, dass er die Lücke im Asteroidenfeld erreichen würde, bevor die Mordox-Räuber ihn einholen würden.
Er hatte dringende Angelegenheit für Kaiser Turmalin zu erledigen und in ein Gefängnis der Mordrax zu verrotten, hätte da einfach nicht gepasst. JD88, rief Trevor, stell mich zur nächsten Außenposten der königlichen Flotte durch. Kurz darauf war im Cockpit gestärktes Hypersignal zu hören, das sich von Rauschen zu disharmonischen Tönen und schließlich zu einer Stimme veränderte. Trevor, sind Sie das? Hier spricht Außenposten Lambda. Wo in Sirius Namen waren Sie? Lässig antwortet Trevor, ich habe Ihre Asche gerettet. Ich habe das Sternenbürger Prisma gefunden. Ich bin auf dem Weg nach Hause. Oh. Pioniere der privaten Raumfahrt. Auf einer Raumstation wie der Talos zu arbeiten, ist vergleichbar mit der Arbeit auf der Erde. Die Leute vergessen irgendwann, dass sie sich im Weltall befinden und passen sich sehr gut an. Im Gegensatz dazu konnten im Rahmen einer 10-jährigen Studie mit dem Personal des Pythos der Pytheas-Einrichtung eine Vielzahl psychologischer und das Verhalten betreffender Daten gesammelt werden. Pytheas befindet sich tief in einem Krater am Mondpol, liegt dauerhaft im Schatten und ist kilometerweit umgeben von Eis. Darunter befindet sich ein gewaltiges Netzwerk aus engen Tunneln, in denen Helium-3, Wasserstoff und Platin abgebaut werden. Durch eine düstere, kalte und gelegentlich auf furchteinflößende Arbeitsumgebung, abgeschnitten vom warmen Leuchten der Erde, fordert mitunter ein schweren und oftmals auch katastrophalen Tribut von der Mannschaft. Das glaube ich. Jetzt wird erstmal gelootet. Notiz. Unfalldetails. Der Unfall ereignete während eines Treibstofftransportes. Die Explosionsschutzwände hielten stand. Sie sind nun geschlossen und der Schaden eingedämmt. Wir haben die inneren aber Besatzungsmitglieder verloren. Der Strom verschiedener Frachtsysteme ist ausgelaufen. Der Strom ist ausgelaufen? Okay. Ich kriege nicht die nötigen Ressourcen, um reinzukommen. Alle sind beschäftigt. Keine Ahnung, warum ich das hier ausfülle, aber ich weiß nicht, was ich sonst machen soll. Die Talus fällt auseinander. Oh. Bleiben wir erstmal hier. Nahrung. Morgen? Ich dachte... Ich weiß nicht, was ich dachte. Schön, Sie zu sehen. Stellt Transtar eine Rettungsmission zusammen? Ich war im Treibstofflager, als das Feuer ausbrach und alle wegrannten. Aber sie rannten nicht vor dem Feuer weg, sondern vor diesen Gestalten. Ich hatte das Feuer eingedämmt und wollte zum Treibstofflager, als Officer Rose kam und mich rausholte. Gott sei Dank. Ich wusste nicht, was los war. Nichts von diesen Dingern. Alle, mit denen ich gearbeitet habe, sind tot, oder? Vielleicht war ja eine der Kreaturen für die Explosion im Treibstofflager verantwortlich. Sind sie intelligent? Haben sie das geplant? Ich habe gehört, dass alle Fluchtkapseln defekt sind. Alle? Wie ist das möglich? Kein interessiert? Oh, hier ist ein kleiner Bug. Jetzt geht das mal weg wieder um. Das scheint immer wichtig. Wird vorübergehend Ihrer Abteilung zugewiesen. Ich habe ihn gebeten, Ihnen nicht im Weg zu stehen, den Kontakt mit dem Frachtraumpersonal zu vermeiden. Ich möchte, dass er sich um eine eintreffende Materialien kümmert. Seine Arbeit ist vertraulich und er steht mir persönlich. Wenden Sie sich bei Fragen und Problemen also bitte an mein Büro. Vielen Dank. Na, geben wir uns das mal zu. Dr. Yu, ich möchte mich erneut für die rechtzeitige Rettung bedanken. Ich hoffe, Sie erinnern sich an mich. Dr. Igwe, Dayo Igwe. Ihr Bruder, Alex, hat mich auf die Station geholt, um die Neuromod-Forschung zu leiten. Ich habe eine, aber keine Fähigkeitenvorlage. Habe ich aufgehoben. Jetzt wäre der richtige Zeitpunkt. Hier, Sie können das sicher besser gebrauchen. Eine Neuromod. Naja, immerhin eine. Muss ich irgendwas finden, wo Zeug drin ist, sonst kriege ich diese Scheiße hier nicht mehr los. Das ist ein leichter Bug. Haben wir ja so viel Zeugs im Inventar. Ich hätte eigentlich erstmal Lust wieder zu craften, was man ja, wie gesagt. Ah, jetzt geht's wieder weg. Alles leer, oder? Alles leer, alles leer.
Alles klar. Mal sehen, ob ich das Ding hier auch händisch hoch und runter fahren kann. Das wäre auf jeden Fall... Natürlich nein. So, wie gesagt, nochmal recyceln. Gut, das ist jetzt auch nicht so viel. Morgen Schlüssel, den kann ich mir recyceln. Das ist mir schon bewusst. So. Stopp. Schrotpatronen sind halt zu teuer. Oh. Das muss sein. Immerhin 200 Zellen, dafür können wir jetzt nichts anderes mehr bauen. Gut, eine EMP-Wagen könnte man bauen, aber... Lass uns. Achtung! Na was denn, Achtung? Schwerer Fehler. Muss ich das wieder... Jetzt muss ich da wieder hochhüpfen. Gott, da liegt noch was. Ein Hin und Her, tut mir ja leid, aber jetzt will ich mich ein bisschen mehr aufs Craften konzentrieren, bevor wieder alles den Bach runtergeht. Operator nähert sich. Immerhin kann ich noch was. Nein, für mehr reicht es. Obwohl die Recycling-Ladung. Morgens Zündschlüssel mehr brauche ich, glaube ich, nicht als einen, oder? Wäre ein bisschen Bullshit. So, absenken. Was gibt es denn hier eigentlich Geiles? Nichts. Besser ist das. Hoch. Keine Ahnung, ob man hier so lang soll oder ob man anders hin kann. Schnell speichern. So. Es gibt wahrscheinlich eine Schnellspeichertaste, aber ich habe noch keine gefunden. Schön. Gott, wie diese Dinger sich bewegen. So krank. Was macht es? Oh mein Gott, hat es... Ich glaube, mir wird schlecht. Es hat gerade noch so ein Ding erschaffen. Es hat es aus Enochs Leiche gezogen. Oh, Leiche? Ich weiß nicht. Es hat ihn vielleicht gerettet. Könnte immer noch Enoch sein. Sieht das etwa so aus? Sam, versprich mir, dass du mich tötest, falls ich je so enden sollte. Sarah wird uns hier rausholen. Sie hat uns so weit gebracht. Wir sind hier sicher. Vorerst. Ich mach mal einen Rundgang. Na, mach mal einen Rundgang. Biologisch gefährliche Abfälle. Aber wir holen jetzt erstmal einen Operator. Beantrage neuen Operator. Alles erledigt. Vergessen Sie den Patientenfragebogen nicht. Ihr Feedback ist von unschätzbarem Wert. Habe ich bis jetzt noch nicht in Ihren ausgeführt. Entschuldigung. Ah, Werber. Trevor, stehen Sie auf. Trevor hob den Kopf, um herauszufinden, woher die Stimme kam. Er war verwirrt und hatte seinen alten Namen, den Gefühl, noch seit Urzeit nicht mehr gehört. Hier war er Kaoli. Und die winzigen Klippenbewohner von Trantor nannten ihn König. Er rollte sich aus seinem königlichen Bett, versuchte den Umriss der Posaunen auszumachen, die am Eingang seiner königlichen Höhle stand.
erkannte diese Uniform, erkannte diese Haltung und diesen abwertenden Blick. Kaiserin Tomali, wie habt ihr mich hier gefunden? Der subthermale Vakuumadaptoren, den sie installiert haben, besitzt ein Funkfeuer. Ich habe es hier verfolgt, nachdem ich Mercy getötet und mir das Prisma zurückgeholt habe. Ich brauche immer noch einen Spitzenpiloten, dem ich vertrauen kann. Natürlich nur, wenn sie lang genug der König für diese kleinen Felstausel gespielt haben. Trevor entfernte die Graskrone aus seinem verfilzten Haar und dachte über die Verantwortung für seine unanständigen und bedrohten Anhänger nach. Untertänigen und bedrohten Anhänger. Nur noch eine Sache, bevor ich gehe. Trevor nahm seinen zeremoniellen Irgendwas-Stock und trat hinaus ins Licht. Na gut, wenn man eh mal damit angefangen hat, die vertrauen ja dann doch ein bisschen, wahrscheinlich. Genau, Bill? Nope. Weiß nicht, ob Wiggy, Dr. Igwe es bei uns besser hat. In seiner Kiste war es vielleicht sicherer. Notiz. Bitte geben Sie bei der nächsten Personalversammlung Folgendes an den Sicherheitsdienst weiter. Wir haben von der Erde positive Rückmeldungen zu unserer Versorgung des Fachpersonals erhalten. Während der letzten Besichtigung durch ein Vorstandsmitglied hat das Fachpersonal der Talos vorbildliche Arbeit geleistet. Gut gemacht. Machen Sie weiter so. Gute Arbeit. Hier gibt es Programme. Preiskarte. So. Da hätten wir hier noch E-Mail 0, aber Besatzung. Dr. Igwe, dass der überlebt. Pures Glück, schätze ich. Achtung, jegliche Fracht hat von zuständigen Mitarbeitern gescannt. Wenn Sie hier herausfinden, dann nehmen Sie Dr. Igwe mit. Vielleicht kann er ja helfen. Woanders. Auf der Talos 1. Die Magde, ne? Umgehend jegliche Anomalie. Die Magde nicht. Der ganze Weg hierher, nur um auf die Talos zurückzukehren? Der einzige Weg führt durch Frachtraum B. Und da wimmelt es von diesen Viechern, von denen Ihr Bruder meinte, sie könnten nicht ausbrechen. Genau wie Sie. Ich kenne als Einzige den Code. Er gehört Ihnen, wenn Sie uns die Feuerkraft besorgen, die wir von Anfang an gebraucht hätten. Erst den Plan für die Geschütze, dann... Laut meinen Männern hat der Fabrikator wieder Strom. Das waren Sie, oder? Ja. Ich habe Sie wohl unterschätzt, Doktor. Also brauchen wir nur noch den Plan für die Geschütze. Liegt im Tresor vom Sicherheitsbüro, das dank des Rumpfbruchs unerreichbar ist. Mit einem Anzug könnten Sie aber einen Spaziergang machen. Wir brauchen dringend zusätzliche Feuerkraft. Tja, ich weiß nicht, was Sie vorhaben morgen. Aber denken Sie dran, wichtig ist nur noch, wie Sie die Leute behandeln, die noch am Leben sind. Diese Dinger finden irgendwann einen Weg hier rein, wenn wir nicht zuerst angreifen. Evakuierungsbericht, Tag 1. Ich hatte Alisa beim Hundefussel abgegeben. Ihr Name bedeutet Freude. Ich verabschiedete mich und ging ein paar Straßen weiter, um mir beim Park einen Mokka zu holen. Einige Jets flogen ziemlich tief an mir vorbei und machten solch einen Lärm, dass ich mich regelrecht erschreckte. Ich weiß nicht, woher sie kamen, aber sie waren voll beladen mit Bomben und Raketen. Alle sahen hinauf. Der Lärm der Maschinen hallte vor den Gebäuden wieder, aber wir hatten sie aus dem Auge verloren. Der Himmel war klar und ich sah, wie rosafarbener Rauch aus Richtung des Stadions aufstieg. Dann heulten die Sirenen los. Die hatte ich seit meiner Kindheit nicht mehr gehört. Einige Leute blieben verwirrt stehen, aber mein Instinkt befahl mir, loszulaufen. Vom Stadion wegzulaufen. Von Alisa wegzulaufen. Ich war nicht allein. Allerdings wussten wir nicht, wohin es gehen sollte. Dann sah ich, wie ein Polizist Leute in ein Restaurant in unser Geschoss führte. Ich glaube, da befand sich ein alter Luftschutzkeller. Ich sah wieder nach oben und da blickte ein Flugzeug. Ein ziviles. Da bin ich mir sicher. Ich glaube, es war zum Flughafen unterwegs. Während ich es beobachtete, löste es sich ohne jegliches Geräusch in ein Glitzern auf. Es verschwand einfach. Ein Mann in meiner Nähe begann zu fluchen. Ich fiel hin, stieß mir den Kopf auf das Pflaster. Trotzdem, hast du, wie es aus ist noch? Außenbereich. Ja, wir müssen jetzt zum Außenbereich. Den Außenbereich heben wir uns dann für die nächste Folge auf. Bis dahin, macht's gut. Ciao.